Moin, moin, Mahlzeit, alle miteinander. Jo, ich habe heute was Feines für euch, könnt ihr euch hier auch direkt schon mal anschauen. Und zwar habe ich einen Steckschlüsselsatz von Kraftwerk. In diesem Fall habe ich ihn mir aber nicht als klassischen Koffer oder als geschlossene Einheit gekauft, sondern als Einlage für eine Werkzeugschublade. Einfach nur, weil ich finde, zumindest wenn man sich die Werkstatt einrichtet, ein, zwei Koffer sind praktisch, aber irgendwann, wenn man wie ich jetzt mehrere Steckschlüsselsätze hat und die auch alle testet, dann ist das zu viel, sind das zu viele Koffer und zu viele Gegenstände, die irgendwo im Weg rumliegen. Und so kann man die praktisch in einen Werkstattwagen wie den zum Beispiel reinpacken und dann passt das. Also kein Kasten, sondern eine Werkstatteinlage. Ändert aber nichts daran, dass ich somit einen guten Überblick über das Sortiment bekomme und mal die Knarren und die Mechaniken, als auch die Nüsse und sowas mal testen konnte. Und ja, ich muss sagen, wie man auch vielleicht optisch sehen kann, mich erinnert das Ganze, also auch von der Form hier des Kopfes und so, erinnert mich die ganze Nummer sehr stark an KS-Tools. Was ja schon mal nicht schlecht ist, weil KS-Tools in meiner Erfahrung sehr gute Knarrensätze herstellt. Und ja, man sieht, der Knarrensatz ist relativ dreckig, habe ihn auch schon ordentlich benutzt. Und ja, ich bin tatsächlich angenehm überrascht. Ich finde, die Qualität ist preis-leistungstechnisch sehr gut. Ist halt nicht die feinste Technik, weil zum Beispiel der Kopf hier recht breit ist. Das heißt, man kommt nicht überall so gut dran, wenn mal engere Räume sind. Das ganze Material ist etwas grobschlächtig, nicht sehr fein ausgearbeitet. Aber es ist auf jeden Fall sehr stabil, es ist sehr robust und insofern auch voll und ganz für meine Zwecke geeignet. Wir haben hier halt einen Standardsatz mehr oder weniger mit einer Viertelzoll-Knarre, kleinen Nüssen und kleinen Bit-Aufsätzen und mit einer Halbzoll-Knarre mit großen Nussaufsätzen bis Größe 32 und das ist eigentlich Standard und gängig. Was ich ein bisschen schade finde in dem Satz, fehlen ein paar Zwischengrößen. Sowas wie eine 14er Nuss ist nicht drin. Ist auch nicht unbedingt typisch, aber manche Japaner, Koreaner haben schon mal gerne die Größen 14 und 11, gerade so im Bremsenbereich und sowas. Das fehlt halt leider, aber generell gibt es das von Kraftwerk auch, weil es gibt auch größere Steckschlüsselsortimente als die. Festzuhalten bleibt qualitativ. Ähnlich gut wie oder vergleichbar gut wie KS-Tools, sehr robust, sehr stabil, sehr widerstandsfähig. Die Griffe, auch wenn sie gerade sehr dreckig sind, lassen sich gut reinigen, liegen gut in der Hand, nichts verdreht sich, nicht rutscht, die Mechanik klemmt nicht, alles einwandfrei. Und alles läuft nach dem gängigen Standard. Wir haben eine Verzahnung mit 72 Zähnen, was einen Standardrückschwenkwinkel von 5 Grad hat. Wir haben Knebel dabei, Gelenke dabei, alles entsprechend, wie es sich gehört. Und preis-leistungstechnisch kann ich sagen, finde ich das Gesamtpaket ganz gut. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich mir ein großes Gesamtpaket gekauft habe, und zwar diese ganze Kraftwerkkiste. Ich stelle die einzelnen Teile nur losgelöst voneinander vor. Aber im Gesamten betrachtet, was alles in der Kiste drin ist, die ganzen einzelnen Sätze zusammen und was die einzelnen Sätze theoretisch einzeln kosten würden, muss ich sagen, Preis-Leistung ist da top. Und mit der Kiste hat man tatsächlich auch direkt alles beisammen, was man braucht. Die einzigen negativen Kriterien, die ich wie gesagt habe, sind ein bisschen die Einteilung und was hier drin ist, der Umfang. Für den kleinen Koffer, wie der es ist, ist das mehr als ausreichend. Ich finde zum Beispiel schade, dass hier keinerlei Möglichkeit ist, dass man Bits, vor allem hier Inbus oder Torx, in Halbzollgrößen benutzen kann. Das habe ich bei vielen anderen Werkzeugkoffern, zum Beispiel bei KS-Tools, gehabt oder auch bei meinem, den ich regelmäßig meistens benutze, den Holex-Satz oder auch den Farmex-Koffer, den ich noch habe, oder die Gedore-Sachen, da sind überall immer die Möglichkeiten gegeben gewesen, dass man auch mit Halbzoll, Torx und Inbus bedienen kann. Das ist hier jetzt bei dem Sortiment nicht gegeben, aber das ist natürlich nur ein Kritikpunkt, was dieses Sortiment betrifft.
Und nicht das gesamte Sortiment von Kraftwerk, weil von Kraftwerk gibt es das auch alles. Also die gibt es auch in Halbzollgrößen und. Aber jetzt speziell nur diese Zusammenstellung hier, da hätte ich es schön gefunden, wenn da vielleicht noch die Halbzoll-Varianten von den größeren Inbus- und Torx-Sätzen dabei gewesen wären. Ansonsten klassisch ein paar Langnüsse in den gängigsten Größen. Dazu zwei davon als Zündkerzenausführung, was auch relativ gängig ist. Und insofern gutes Gesamtbild. Das Sortiment ist mehr als in Ordnung für den standardisierten Schrauber. Wer mehr in die Tiefe geht, braucht natürlich irgendwann auch ein bisschen mehr. Aber um sich einen stabilen, guten Steckschlüsselsatz auszusuchen, den man benutzen kann, der preis-leistungstechnisch passt, ist der definitiv absolut top, meiner Meinung. Genau wie KS-Tools. Kann man nur empfehlen, Preis-Leistung stimmt hier. Und Umfang muss jeder für sich selber natürlich dann entsprechend auswählen. Hier können wir nochmal schön schauen. Ich versuche nochmal ein Bild einzublenden von der KS-Tools-Knarre. Ich finde schon, dass das Ganze recht ähnlich aussieht. Aber an sich, wie gesagt, schöne Ausführung, sehr robust, stabil, liegt gut in der Hand. Feine Rastmechanik. Das ganze Getriebe hier oben hört sich auch extrem stabil an und auch als wäre es aus sehr robusten Teilen gefertigt. Und dementsprechend kann ich nur sagen, Preis-Leistung stimmt hier, kann man nur wärmstens empfehlen. Ja, was soll ich sagen? Das war's schon zu dem Steckschlüsselsatz. Die weiteren Bestandteile dieses Koffers folgen sehr bald oder dieser Kiste. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns. Ciao.